Hallo Leute, es geht weiter mit Silent Hill 3. Ja, wir sind hier immer noch im Apartment und ja, ich glaube, ich hatte die Tür hier schon ausprobiert. Genau, und ihr habt im letzten Part auch nochmal so einen Ausschnitt gesehen, dass ich im Zimmer von Heather war. Das hatte ich leider übersehen. Habe ich aber nachgeholt und eingefügt, sodass wir jetzt halt auf jeden Fall auch den Elektroschocker bei uns haben müssten. Da ist er auch schon. Den Bösewichten mit Hochspannung eine pfeffern. Man muss sie allerdings berühren. Er hat also eine sehr geringe Reichweite, steht da. Ja, gut. Dann ne, können wir hier richtig loslegen mit Elektroschocker und so. Und dann wollte ich auch noch gerne dieses Papas Notizbuch hier vorlesen. Papa schrieb hier drin über meine Vergangenheit. Das sollte man eigentlich in einem Roman verarbeiten. Das ist einiges zu lesen. Ich werde das jetzt mal vorlesen, auch wenn wahrscheinlich einiges davon ja schon erklärt wurde auf der Autofahrt. Also auf der Autofahrt, in der Autofahrt, bei der Autofahrt. Bei der Autofahrt hat Heather ja schon darüber geredet. Egal. Ich hoffe, das wird nie irgendwie verwendet werden. Vielleicht wäre es besser, du würdest es nie wissen. Mehr als alles andere habe ich Angst davor, dass du weit fort von mir gehst. Aber manchmal müssen wir die Wahrheit sagen. Aus diesem Grund schreibe ich das, bevor mich Tod und Vergessen einholen. Was ist damals passiert? Es hat etwas damit zu tun, wer du bist. Alles begann vor 24 Jahren. Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub fanden meine Frau und ich ein Baby am Straßenrand. Da wir kinderlos waren, dankten wir Gott, dass er uns dieses Kind, dieses Mädchen finden ließ. Wir nahmen es mit nach Hause. 3 Jahre später starb meine Frau und 4 Jahre danach, also vor 17 Jahren, kam ich nach Silent Hill. Das Mädchen bat darum und ich nahm sie mit, ohne zu wissen, warum sie dorthin gehen wollte. Und dort ging das Mädchen fort. Nicht, dass sie wirklich irgendwo hinging. Sie starb auch nicht. Zurückgekehrt zu ihrem ursprünglichen Ich. So nannte es Dahlia Gillespie. Ursprüngliches Ich. Das war die junge Frau, die von ihrer Mutter als Opfer für Gott verbrannt wurde. Alessa Gillespie. Die Hälfte ihrer Seele entkam in diesen Flammen und lebte weiter in einem Baby. In meinem Mädchen. Unserem Mädchen. 7 Jahre vergingen, bevor dieses halbe Mädchen nach Silent Hill zurückkehrte und Alessa wieder ganz machte. Mit dieser neuen Stärke schwor sie, Gott zu töten. Gott, als Fötus in den Schoß des Opfermädchens eingebettet, wurde mit den üblichen Riten aufgerufen. Das war Alessas Wunsch, egal was auch geschehe, selbst wenn ihr eigenes Leben in Gefahr sei. Aber dieser Wunsch wurde nicht gewährt. Meine Unterbrechung bedeutete, dass sie stattdessen für die Rückkehr des Mädchens betete. Ich alleine konnte sie nicht zurückbringen. Dahlia tat es. Ich half nur bei der Geburtszeremonie, um Gott aus Alessa rauszubringen. Der neugeborene Gott schrie einmal und war tot, nur durch den Widerstand dieses Mädchens und wahrscheinlich Alessas. Aber das ist nicht alles. Nachdem Gott in einem aufglühenden Licht verschwunden war, erschien Alessa erneut und gab mir ein Baby. Es ähnelte sehr diesem Mädchen vor vielen Jahren. Und dann war Alessa fort, tot. Ich hätte nichts tun können, um zu helfen. Ich drückte einfach das Baby an meine Brust und rannte davon. Es kam mir alles wie ein Traum vor, aber ich hatte den Gegenbeweis. Das Mädchen war nirgends zu finden und in meinen Armen, das Baby, ein Mädchen. Jetzt sind 17 Jahre vergangen. Einerseits kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen und andererseits, als wäre es 1 Million Jahre her. Ich gebe zu, dass ich zuerst Bedenken hatte, die Kleine aufzuziehen. Könnte ich sie lieben? Ihre Existenz war ziemlich unerklärlich. Ich dachte, sie könnte die junge Frau sein, die mir meine geliebte Tochter gestohlen hat. Daraus wurde Trauer, Zorn. Es gab Momente, da legte ich meine Hände um ihren winzigen kleinen Hals. Ein paar Mal dachte ich sogar daran, sie auszusetzen. So ein furchtbarer Mensch bin ich. Aber schließlich beschloss ich, sie aufzuziehen. Ich konnte sie wohl einfach nicht gehen lassen. Wenn du mich ansiehst, dieses Lachen, also. Selbst jetzt kann ich dieses Mädchen nicht vergessen. Aber ich liebe sie. Da gibt es keinen Zweifel. Ich bitte dich nur, mir das zu glauben. Meine heißgeliebten Tochter, Harry Mason. Ein schöner Brief und ein sehr ehrlicher Brief, den sie da von ihrem Vater hat. Uns wird wohl aber nichts anderes übrig bleiben, als raus in die Hölle wieder zu gehen. Mit unserem Katana ausgerüstet und einer neuen Silent Hill Karte. Und da haben wir sie. Wir kennen es ja schon. Wir sind in Jack's Inn. Das ist ja gut zu wissen. Und wir sollen hier in Innsbruck Haven Hospital und den Park und das alles. Das kennen wir ja schon. Ich werde mal hier einfach versuchen, rechts rumzugehen. Ich rechne mit Monstern. Okay, hier ist schon mal zu. Bisschen schwerfällig ist sie mir gerade mit der Weste. Die ziehe ich mal eben aus. Schon besser. Aha, okay.
Okay, ich glaube, hier geht's raus. Dann könnten wir ja da vorne raus und hier links. Ja, da kommen sie auch schon, unsere Freunde. Von seit jeher. Upsi. Nein. Gut, dass ich die Weste abgelegt habe. Ich brauche die Kraft. Die Musik ist echt cool. An die erinnere ich mich gar nicht mehr. Irgendwie. Geht's ja auch mal irgendwo links rein. Hat sie eigentlich Ausdauer ohne Ende? Anscheinend. Können wir hier rein? Oh. Können wir hier rein? Hier, so ein Truck. Können wir da rein? Ja, hol mal Luft. Würde mich nicht wundern, wenn du bald erstickst, so wie ich dich hier rumrennen lasse. Wo sind wir denn? Ach, wir sind sogar da. Wir müssen nur einfach mal ein bisschen mehr links irgendwie. Jawohl. Damit wir auch zum Krankenhaus wirklich kommen. Was ist hier? Nix. Welche Seite denn überhaupt? Noch ein bisschen weiter und irgendwie eher rechts. Okay. Huch, wo sind wir denn hier? Muss ich hier irgendwie lang? Aha. Kann ich sogar rein? Warum? Jetzt können wir hier rein. Kommen wir hier vielleicht dann auf die andere Seite oder so? Schrotpatronen. Also immer her mit den Munitionen nach unserem letzten Monsterkampf haben wir nämlich gar nichts mehr. Es ist eine Touristenbroschüre. Ich hatte es vergessen, aber es stimmt. Silent Hill war ursprünglich ein Urlaubsort. Willkommen in Silent Hill. Silent Hill, ein an einem See gelegener, ruhiger, kleiner Erholungsort. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Machen Sie mal Pause von Ihrem hektischen Alltag und genießen Sie einen entspannenden Urlaub bei uns. Immer wieder lustig. Mit den ganzen Monstern da draußen. Straße an Straße mit malerischen alten Häusern, eingebettet in eine großartige Gebirgslandschaft und ein See, der im Verlauf des Tages verschiedene Seiten seiner Schönheit offenbart. Vom Sonnenaufgang über den Nachmittag bis zum Sonnenuntergang. Silent Hill wird Sie berühren und mit einem Gefühl tiefen Friedens erfüllen. Ich hoffe, Sie haben einen angenehmen Aufenthalt, der für immer in Ihren Erinnerungen bleiben wird. Oh ja, er ist immer in Erinnerung geblieben. Redakteur Roger Whitmark. Okay. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Getrocknetes Rindfleisch. Yay. Okay. Hier, kannst ein bisschen tanzen, Heather. Lass mal was. Zeig mal, was du kannst. Was haben wir hier? Ein Werbezettel von einem Club. Es zeigt eine Frau mit langen schwarzen Haaren. Die Rückkehr von Lady Maria. Am 27. ab 20 Uhr. Hey, Maria! Und wen sehen wir da drauf? Maria! Aber wieso schwarze Haare? Paradies, hä? Aber ein echt schäbiges Paradies. Aber besser als das Paradies, das Claudia verspricht. Na egal, hier will ich nicht unbedingt rumhängen. Gut. Ich hoffe, hier war nichts mehr. Schloss ist kaputt. Kannst du eh nicht öffnen. Es war jetzt einfach nur so, so ein bisschen hier zum Gucken. Oder kannst du hier mit noch irgendwas machen? Aber sehr spannend hier. So diese Einflüsse von Silent Hill 2 mit Maria und so. Sowas finde ich ziemlich cool. Und auch, dass man über die Stadt halt immer wieder doch auch was erfahren kann. Auch das finde ich sehr, sehr cool. Das macht das alles doch sehr lebendig. Als würde es Silent Hill mal doch irgendwo vielleicht geben. Schön, dass wir Schrotflinten-Muni haben. Geht weiter. Monsters. Oh. Oh. Lauf, Heather. Müsste hier nicht irgendwo das Krankenhaus längst sein? Nein, es ist hier. Es ist hier. Ich habe es gefunden. Das gruselige Krankenhaus. Nein, nein, fangt bitte nicht. Nein! Übertreibt bitte nicht, Leute!
Seid ihr verrückt? Wow. Was ist denn hier los? Direkt am Anfang. Ihr seid doch bekloppt. Da kommt die nächste. Nee, ich bin dran. Scheiße. Boah. Die Krankenschwestern sind da. Wollt's nur gesagt haben. Jetzt wissen's alle. Die sind doch bescheuert hier. Kommst du rein und direkt mal ein paar Krankenhausweiber abschlachten. So. Was haben wir denn hier so stehen? Oh, wir haben unsere Karte bekommen. Wir sind im ersten Stock, natürlich. Ich habe eine Karte vom Krankenhaus. Yes, geht los. Und ich kann speichern. Da ist nichts drin, was brauchbar wäre. Yippie. Nichts Interessantes. Gesundheitsdrink. Gesundheitsdrink. Hier sind verschiedene Arten von Arzneien, aber keine sieht nützlich aus. Ich glaube, ich sollte alles in Ruhe lassen. Ja, kannst du machen, aber du kannst vor allem auch mal so einen Gesundheitsdrink jetzt nehmen. Am besten gleich zwei. Damit es uns auch wirklich wieder gut geht. Was ist mit der Tür? Also, ich bin so doof, ne? Das ist der Schrank, das ist die Schranktür. Ah, ich bin aber blöd manchmal, ne? Ein bisschen blödi. Steht da was? Oh Mann, das Krankenhaus, das ist doch wohl... Beim letzten Speicherpunkt hat sie übrigens gesagt, ja, das muss ja ein Zufall sein, dass das hier wieder ist. Diesmal sagt sie nichts. Vielleicht gewöhnt sie sich ja langsam an das Symbol. So. Merkt langsam mal, dass es vielleicht kein Zufall ist. Kaputt. Na gut. Immerhin haben wir sie gleich erledigt. Offen! Dieser Tag ist endlich gekommen. Ganz richtig, der Tag, an dem du und ich uns endlich treffen. Ich habe immer an dich gedacht, hier in dieser düsteren Zelle. Bis heute kannte ich nicht einmal deinen Namen oder dein Gesicht. Aber jetzt kenne ich es. Ich weiß, du bist diejenige, auf die ich gewartet habe. Und hast du nicht auch auf mich gewartet? Deshalb bist du gekommen, um mich zu befreien. Oh, wie sehr ich dich liebe, Heather. Ich will dir meine wertvolle Puppe geben. Ich habe sie zum Andenken an unser Treffen, dem Anfang unserer ewigen Liebe gemacht. Oh, ich kann schon dein lächelndes Gesicht sehen. Stanley Coleman. Stanley ist ein bisschen irre. Ekelhaft, das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Ja, sie fühlt sich auch nicht besonders toll. Es ist nur ein Blumentopf, nichts Besonderes. Keine Ahnung, was es für eine Pflanze ist. Was ist das für eine Puppe? Und wieso ist hier so ein Verehrer? Ein Bild von einer Blume in einer Vase. Hübsch, aber was soll's. So stillleben halt. Ja, Heather hat einen neuen Verehrer. Nur, dass ihr es wisst. Und das wird nicht der erste Brief sein. Der kommt. So. Direkt gegenüber. Aber gut. Dann kann ich da hinten noch eine Runde laufen. Dann laufen wir mal eine Runde. So. Kaputt. Kaputt. Ach nee, das war ja der Speicherraum, ne? Ist das nicht der Eingangsraum? Oder auch nicht? Nein, oder auch nicht. Dafür hat es zu viel geladen. Was ist hier? Ich will mich nicht erschrecken. Was ist denn da? Was ist denn da? Oh, ich habe Angst hier. Patron? Patron. Auf dem Schreibtisch gibt es nichts Interessantes. Oh, das Krankenhaus ist echt nicht ohne, glaube ich. Es ist eine Krankengeschichte oder so. Siehst du für diesen Leonard. Ob das der gleiche Leonard ist, von dem Vincent gesprochen hat? Zimmer S12 zeigt leichte audiovisuelle Halluzination, emotionale Instabilität, obsessive Ideen. Verdacht auf leichte Schizophrenie, Beobachtung wird fortgesetzt. Im Grunde ruhig und kooperativ mit starkem Sinn.
Für Gerechtigkeit. Berichten zufolge Tendenz zu Gewalttätigkeit bei Überreizung. Die andere ist für Stanley Coleman. Das ist der Typ, der das perverse Tagebuch geschrieben hat. Zimmer S12. In der Regel passiv, feige und egoistisch. Zeigt manchmal obsessive Zuneigung zu einer bestimmten Frau und handelt entsprechend. Dies hat zu gewalttätigen Zwischenfällen geführt. Vorsicht ist angebracht. Oh nein. Das ist bestimmt voll der Irre. Oh nee. Hoffentlich begegnen wir den nicht noch. Was ist hier noch so um die Ecke? Kaputt. Kaputt. Ich hasse auch immer so die Ecken hier in diesen Räumen. Kühlschrank. Eine Notiz. Nur für Lebensmittel. Keine Medikamente lagern. Ob es in Ordnung ist, hier drin Gesundheitsdrinks zu lagern? Ich habe einen Gesundheitsdrinks. Gesundheitsdrinks. Ja, ich habe einen. Ja, das ist doch das Wichtigste. Was ist hier? Da steht was auf der Tafel, aber das hat nichts mit mir zu tun. Okay. Oh Mann, und was ist mit diesem Lennart auch, mit dem wir eigentlich reden sollen? Das ist doch auch merkwürdig. Was ist eigentlich mit dem Fahrstuhl? Können wir mit dem fahren? Ich weiß es nicht. Kaputt. So, jetzt muss ich mal gucken. Welche hatten wir denn noch nicht? Cafeteria und auch die Toiletten irgendwie noch gar nicht. Kaputt. Hier ist alles vollgestellt. Okay. Die nicht, aber die Toiletten irgendwie, ne? Hier so. Kaputt. Und die da? Aha. Habe ich die jetzt alle? Nee, da rechts daneben ist auch noch eine. Ist ja toll. Ich fühle mich nicht wohl hier. Die da oben, die lasse ich jetzt mal. Da ist ja immer noch eine, die fehlt. Kaputt. Okay. Habe ich jetzt alle? Nee, immer noch die nächste hier. Kaputt. Cafeteria auch ausprobiert. Gehen alle nicht. Dann könnten wir natürlich noch den Elevator mal ausprobieren. Nur um zu gucken, ob er geht. Und der geht. Ich will hier aber noch gar nicht rein. Nö, geh mal wieder raus. Muss ich jetzt oder was? Dann mach die Türen auf. Da liegen die Bitches da hinten. So um die Ecke. Und dann irgendwie. Hier ist noch eine. Nee, bin ich jetzt zu weit gelaufen? Ja, bin ich. Aber hier so, da müssen wir auch noch mal ausprobieren. Da geht's raus. Oh, hier geht's auch hin. Das ist schön. Hallo? Nein! Ich brauche mal eine andere Waffe. Das ist mir hier echt mit dem Karton. Oh, was für eklige Geräusche die auch machen. Die rüste ich mal aus. Waffen. Hau ich euch mal um mit einer Schrotflinte. Immer drauftreten. Immer schön drauftreten. Yippie. Yay. Gar nicht gruselig. So, dann nochmal hier den rechten Raum. Kaputt. Ja, dann klappern wir mal alles schön ab. Kacke, ey. Nein! Bitte nicht. Ich will nicht. Nein! Mach schon! Oh, ich kann nicht. Was ist denn das für ein Raum? Scheiße, nimm den Elektroschocker. Den nehmen wir jetzt mal. Oh Gott. Was für eine Scheiße, echt. Und dafür kriege ich meine Ampulle. Super. Super. Eine Ampulle. Für drei blöde Bitches-Monster-Krankenschwestern. Boah, die sind nicht ohne, finde ich. Und dafür nur eine Ampulle zu kriegen, ist. Naja, naja. Super.
Ich behalte das Ding mal in der Hand. Wir könnten auch noch unseren Schlegel nehmen und wir haben auch noch diverses anderes so, aber Munition wäre trotzdem echt klasse, ma. Und ich muss mich auch mal hier wieder heilen. So. Und ich merke das mal an meinem Controller, dass der so vor sich hin vibriert. Schon wieder offen. Hallo, was kommt jetzt wieder auf mich zu? Was ist das hier wieder? Nein, was ist das hier? Ekelhaft, das würde ich nicht mal. Kneifzange, was steht denn da wieder? Wieder so ein Brief von Lennart. Nee, Quatsch, Stanley. Die Organisation hat mich hier eingeschlossen. Sie wollen meinen Willen brechen, damit ich das alles vergesse. Aber ich werde nicht verrückt, auch wenn sie mich hier mit Irren einsperren. Wie wäre es, wenn ich das an die Wand klebe? Wäre zwecklos. Warum? Man kann es abziehen, oder? Mit dem Zeug, das diese bösen Frauenzimmer ständig benutzen? Wenn ein Ding keine Bedeutung hat, dann gibt es keinen Grund für seine Existenz, so wie du für mich existierst. Aber warum hast du meine Puppe nicht mitgenommen? Ah, mein Geschenk hat dich wohl in Verlegenheit gebracht. Du bist so süß, Heather. Oh Gott, wie gruselig. Er weiß sogar, dass wir das gerade nicht mitgenommen haben. Stanley Coleman. Scheiße. Ekelhaft. Will sie nicht anfassen? Und was ist das jetzt hier? Hier kleben viele Dinge an der Wand. Ein Keks, eine Zahnbürste, ein Löffel, eine Weihnachtskarte, eine Uhr. Da hat jemand mit einem guten Kleber gearbeitet. Aber warum? Ja, da ist aber auch ein Schlüssel. Da hat jemand einen Schlüssel an die Wand geklebt. Ich würde ihn gerne mitnehmen, aber es klebt wirklich fest. Ich kann ihn nicht abziehen. Wie ekelhaft. Und den Schlüssel brauchen wir natürlich. War ja klar. Finden wir hier noch irgendwas? Gruselig, dass das. Oh, das ist eklig, dass der weiß, dass wir die Sachen mitnehmen oder nicht. Kaputt. Und hier ist wieder ein Fahrstuhl. So. Ich glaube, wir hatten noch nicht alles ausprobiert. Da geht's in den Flur, da geht's zum Fahrstuhl. Die vordere hier an der Ecke. Bestimmt wegen den Krankenschwestern. Nicht ausprobiert. Hier. Wie gemein. Drei Krankenschwestern, ey. Fuck. Voll gemein. Kaputt. Jetzt müssten wir aber eigentlich alle haben. Ja, gut. Oder? Die geradeaus? Nee, die geradeaus nicht. Kaputt, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wahrscheinlich soll ich jetzt in einen anderen Gang gehen. Ich finde das jetzt schon furchtbar hier. Furchtbar, dieses Krankenhaus ist einfach nur voll gemein. Das Wichtigste ist, dass man sich merkt, wo man hinfliehen kann, wenn alles zu viel wird, dass es immer einen Speicherplatz gibt, wo man hingehen kann. Hier zum Beispiel. Hier, wo der rote Kreis ist mit den drei Kreisen. Das ist wichtig in Silent Hill. Wir sehen uns im nächsten Part von Silent Hill 3. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.